Hallihallo und willkommen zurück hier bei Discworld, der in RWBoy 18 immer noch hier, der in der letzten Folge ziemlich ratlos war und da habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Vielen lieben Dank dafür, unter anderem zum Beispiel an den Corso 195. Ich hätte mir geschrieben, da ich nur den Spiegel habe, soll ich nun versuchen, in den Kirchturm beim Marktplatz zu gelangen. Und hier werde ich nicht nur einen Teil der Aufgabe bewältigen, sondern auch eine von vielen lustigen Gesprächen mit der besten Figur der Scheibenwelt erleben. Ich bin ja mal gespannt. Also, auf dem Marktplatz. Also ein hohes Gebäude würde ich jetzt sagen, das hier, aber da steht Meeting Hall. Und... Anonyme Alchemisten, befrei dich von der Sucht nach den Knallkörnern. Ja. würde ich jetzt sagen, dass das hier nicht der Kirchturm ist? Oder hatten wir auf der Karte noch irgendwas, was ich da übersehen hatte? Und da hatte man mir auch gesagt, dass, da ich wohl auch nicht alles gesehen habe. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Platz, Palast, Universität. Was? Kaputte? Kaputte Trammel. Ich habe tatsächlich nicht alles gesehen, dass ich hier auf der Karte was übersehen habe. Tatsächlich. Ah, was macht er denn hier? Rausschmeißer. Nun, um rausgeschmissen zu werden, muss man erst einmal eintreten, nicht wahr? Hoffentlich ist er freundlich zu mir. Ich grüße dich. Hallo. Bist du ein... beginnt mit dem U. Ein Unruhestifter? Nein. Warum fragst du? Oh, ich mich langweilen. Das der Nachteil ist dabei, Rausschmeißer zu sein. Manchmal man warten muss mehrere Minuten, bis sich Gelegenheit zu einem guten Kampf ergibt. Es zu ruhig hier. Wenn hier nichts zu tun, mir wird so langweilig, dass ich manchmal haue auf eigenen Kopf, um zu vertreiben ein wenig die Zeit. Ich meine, wenn nicht jemand Prügel herausfordert, kann nur warten ich. Wirst du dafür bezahlt? Ja, ja. Man mich bezahlt dafür, Leute zu, beginnt mit dem H. Zu hauen. Schlägst du einfach wahllos zu? Oh, ich nicht benutzen kompliziertes Zeug wie wahllos. Ich gebe eins über die Rübe den Leuten, die in der Taverne machen Stunk. Klingt nicht schlecht. Bekomme eine Zulage wegen Abnutzung der Knöchel. Aber das mit der Langeweile schlimm ist. Ich glaube manchmal zu hören, dass die Leute geschlagen werden wollen. Vielleicht ich meinen Job ändern und haue alle, die vorbeikommen. Oder du das hältst für übertrieben? Ich glaube, das solltest du besser lassen. Der Arme. Entschuldige bitte. Ich verstanden habe, du sollst ihm was verpassen. Muss sein von den Verwechslungsdingern. Ist dein Kopf heil? Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hab doch nicht zu fest gehauen, oder? Oh ja, danke Mutter. Ich bin soweit in Ordnung. Es ist nur eine kleine Beule. Zum Glück war er nicht zu hart, der Schlag. Doch nicht schon. Der Arme! Oh, entschuldige. Bitte entschuldige. Er ist der Instinkt. Geht immer wieder mit mir durch. Du ein wenig angeschlagen aussiehst. Wie fühlst du dich? Nicht besonders gut. Ich sollte mich besser hinlegen. Jetzt wird's aber langsam ein bisschen viel. Oh, meine Güte, wie sehr ich mich schäme. Ich verstanden habe, hinlangen. Ja, entschuldige bitte. Ich glaube, jemand ruft mich. Okay. Ja, das war ja eine tolle Unterhaltung. So, was ist das? Das ist ein Schild. Hübsche Trommel. Schade, dass sie zerbrochen ist. Das funktioniert nicht. Okay. Na? Er lässt uns einfach rein. Ja, das ist ja cool. Ich habe eine Taverne gefunden. Ich habe die 7 Zwerge gefunden. Mit Länder.
Oh, ein großer psychotischer Barbar. Das hat mir gerade noch gefehlt. Entschuldigung. Oh. Au, au. Was soll das? Oh, ich dachte, du gesagt hättest, ich will kämpfen. Das war ganz bestimmt nicht der Fall. Darin besteht das Problem mit Leuten wie euch. Ihr glaubt, mit Fäusten alles lösen zu können. Der arme Rinzewind. Oh, Entschuldigung. Wir dachten, du spüren wolltest Faust. Ja, ja, typisch. Herzlichen Dank. Ich gehe jetzt dort drüben hin. Erstickt bloß nicht an eurem Bier oder so. Ihr seid vermutlich die psychotischen Irren dieser Taverne, wie? Da hast du recht. Wir seien irre, barbarische Schädelzertrümmerer. Außerdem, wir auch Gedärme reißen aus Leib. Wir Gedärme reißen können dir aus Bauch, wenn du möchtest. Nur ein bisschen. Zum Spaß. Du willst kämpfen? Nein, nein. Macht euch nur keine Umstände. Ich glaube, wir vielleicht töten ihn ein wenig. Dann wir trinken Bier und später ihn ganz erledigen. Später nicht gut. Will kämpfen jetzt. Wenn wir bitten ihn freundlich, dann er vielleicht umdrehen sein Glas und uns auffordern, ihm aus dem Leib zu reißen Gedärme. Möchtest du, dass wir dir aus dem Bauch reißen Gedärme? Nein, nein. Derzeit bin ich sehr in Anspruch genommen. Mal sehen, was ich später für euch tun kann. Oh, und ihr seid? Wir Mittländer sind. Stimmt, Mittländer wir sein. Vielleicht kämpfen willst du? Wie bitte? Nein, nein, ich möchte nicht kämpfen. Zumindest nicht mit Leuten, die Öl auf ihre Brustwarzen schmieren. Warum fragt ihr? Stadt sehr langweilig. Wir nicht noch einmal kommen hierher. Ja, viel zu langweilig hier. Gestern Abend, wir haben ein wenig getötet. Hier und dort, nur drinnen. Ich glaube, ich auch getötet habe draußen. Ein- oder zweimal. Ja, ich getötet habe jemanden auf Straße, aber nicht sehr viel. Anschließend uns wieder langweilig und suchen nach Möglichkeit für richtigen Kampf. Du willst kämpfen? Nein, diesen Punkt haben wir bereits geklärt. Vielleicht wir hier können kämpfen später, wenn Leute sind betrunken. Wenn du willst unsere Dienste, brauchst du nur umzudrehen dein Glas. Dann wir zertrümmern deinen Kopf und reißen Gedärme aus dem Leib dir. Ja, in Ordnung. Ich notiere es mir. Entschuldigt bitte, ich habe das sehr dringende Bedürfnis, einen anderen Ort aufzusuchen. Also das, glaube ich, sollten wir uns merken, das mit dem Umdrehen. Und irgendwie kommt mir auch so langsam die Idee, wenn wir die beiden Mittländer draußen mit dem Rausschmeißer irgendwie mal bekannt machen, glaube ich, könnte das sehr lustig werden. Aber nun gut. Was macht ihr Trottel hier? Aus dem Weg! Ich glaube, er uns gemeint. Ja, stimmt. Er zu uns gesprochen. Was wir mit ihm machen? Ich vorschlagen, wir ihn zerquetschen zwischen unseren Bizeps und ihm dann das Gehirn aus dem Kopf quetschen wie Creme aus der Tube. Vielleicht er sich nicht eignen für Kampf. Er trägt Kleid. Wir uns darauf beschränken, ihn zu verletzen. Richtiger Kampf kommt später. Also ich weiß nicht, was das jetzt wieder sollte, aber nun gut. Nun, wir sehen uns später. Danke. So, kleiner Bursche, noch so ein kleiner Bursche. Offenbar wurde hier jemand gründlich durch die Mangel gedreht. Weg mit dir! Ich habe genug! Bin gerade zusammengeschlagen worden, und zwar ohne irgendeine Erklärung. Ich schreie, wenn du noch näher kommst. Hallo, ich will dir helfen. Was macht denn meine Truhe da? Was ist denn gerade mit dem ängstlichen Bursche? Oh, nun, Angst scheint eine durchaus verständliche Reaktion auf diesen Ort zu sein. Ich sollte mir diese Möglichkeit offen halten. Aha. Nein, fort mit dir. Keine Geister, keine Geister. Immer mit der Ruhe. Ich bin Zauberer. Ich gebe dir einen aus. Was hat es mit den Geistern auf sich, Teuerster? In meinem Zimmer. Ein grässliches Wesen aus der scheußlichsten aller dunklen Tiefen. Es nahm einen Passierschein fürs Tor und verschwand damit. Werde den Schrecken nie vergessen. Den Passierschein fürs Tor? Du hast von nie vergessen gesprochen. Bedeutet das, du kannst einen kompletten Bericht erstatten mit allen Einzelheiten und so? Oh, ich denke schon. Hast du was dagegen, wenn ich mir alles notiere? Sollte ich mich nicht auf eine Couch legen oder so? Meinetwegen. Fühle ich mich dadurch besser? Nein. Erzähl mir vom Passierschein fürs Tor. Passierschein? Entschuldigung. Habe ich Passierschein gesagt? Erzähl mir vom Geist. Es war entsetzlich. Da stand er. Wirkte richtig geisterhaft und so. Eine Erscheinung, die direkt aus den Kerkerdimensionen zu kommen schien, sauste genau auf mich zu. Das Etwas.
Ich habe ein schwaches Herz. Ich habe viel auf der Stelle in Ohnmacht. Bist du ohnmächtig geworden, ohne etwas zu beobachten? Zum Beispiel die Aktivitäten des Geistes? Nein, ich habe nichts gesehen. Abgesehen davon, dass der Geist und das Schmuckkästchen griff, den Brieföffner aus dem Geheimfach nahm, dann einen Brief öffnete, den ich unter der Matratze versteckt hatte, den Zettel darin las und die auf dem Zettel notierte Kombination verwendete, um den Safe zu öffnen. Aber abgesehen davon erinnerst du dich an nichts. Das stimmt. Als ich zu mir kam, war der Passierschein für die Stadt weg. Okay. Halten wir uns das mal im Hinterkopf. Hier geht's ja noch weiter, mein lieber Herr Gesangsverein. Diese grüne Flasche ist sehr auffällig. Des alten Onkel Benjamin Fleckenentferner. Reannueller Wein. Das funktioniert nicht. Schade. Ah, Streichhölzer. Nun, ich dachte immer, alle Zauberer blasen Rauchringe oder so. Ich muss mal im Manuskript nachsehen. Oh, die sind gratis, jawohl. Und warum darf ich nichts davon nehmen? Zuerst musst du der Taverne zu ihren Getränken gratulieren. Aber ich habe noch gar nichts getrunken. Also gut, was möchtest du? Okay. Haarig, riecht unangenehm. Das Licht der Dummheit in den Augen. Ich vermute, es handelt sich um den Wirt. Hätte es irgendeinen Sinn, um ein Glas davon zu bitten? Ich denke schon, Herr. Na schön, ich möchte ein Glas reannuellen Wein. Warte, Herr, ich sehe nach. Nun? Wollte nur ein wenig die Spannung erhöhen. Trink vorsichtig, das Zeug hat's in sich. Vorsichtig. Oh. Tatsächlich? Ich spüre gar nichts. Es ist reannueller Wein. Stammt von Reben, die in der Zeit rückwärts wachsen. Der Wein wirkt sich aus, bevor man ihn trinkt. Gestern Abend musst du ganz schön knülle gewesen sein. Komisch. Ich erinnere mich gar nicht daran, was gestern Abend geschehen ist. So schlimm war's, wie? Reannueller Wein wird aus den gleichnamigen Beeren, Reannuellen, hergestellt, die nur in sehr dichten Magiefeldern wachsen. Normale Pflanzen wachsen, nachdem man den Samen gepflanzt hat. Bei reannuellen Pflanzen ist es genau andersrum. Auch wenn reannueller Wein die gleichen Nebenwirkungen wie normaler Wein hat, so hat man den Kater bereits hinter sich. Daher sagt man auch, wie wär's mit einem Haar von dem Hund, der dich beißen wird? Tja, und wieder was dazugelernt. Erinnert so ein bisschen an Monkey Island 3, wo ich Fell von dem Hund haben musste, der mich gebissen hat. Haha! Ich habe ein Glas. Und ich bekomme jetzt auch Streichhölzer, was? Ha! Ich kann Feuer machen. So, mit ihm habe ich gesprochen. Was ist mit ihm hier? Nun, vielleicht ist das die beste Methode, um Ankh-Morpork zu ertragen. Ja, Wugga, Wugga. Oh nein, es platzt, dein Gesicht. Dein Gesicht aus geschmolzenem Gold. Ja! Wenn du jetzt einen Blickkontakt herstellst, hast du einen Freund fürs Leben. Die Götter mögen dich segnen, Kumpel. Du bist ein guter Kamerad, ein so und so. Du und ich gegen den Rest der Welt, Kumpel. Ich trinke gern mit Dingsbums, weil Dingsbums mein Kumpel ist. Ah, ja. Gutes Holz, gutes Holz. Warum kann ich den Balken anklicken? Das ist ein gutes Rätsel. Welch ein schwer verletztes und seltsam zwielichtiges Individuum. Hallo? 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 Nun, ja. Ach, und damit hat sich's wie? Auf diese Weise begrüßt du den größten Helden dieser Ära? Den einen, den einzigen, den unbezwingbaren? Wie bitte? Ich bin wichtig, jawohl! Kann mir nicht die Zeit nehmen, auf jeden dummen Gruß zu reagieren. Nun, wie möchtest du begrüßt werden? Ich fänd's nicht schlecht, wenn man mir einen ausgibt. Ich bin Flobart, der unbesiegbare, größte Dieb im Multiversum. Ich habe alles überlebt.
Gegen den Ameisengott von Quax habe ich gekämpft und er existiert nicht einmal. Außerdem habe ich den Aufenthalt im Tal der spärlich bekleideten und erstaunlich gut frisierten Amazonen überstanden. Aus Ophlos Tempel bin ich entkommen. Vor mir ist es noch niemandem gelungen, ihn in weniger als 3 Teilen zu verlassen. Ich glaube kein Wort davon. Haha, du wagst es, den größten Helden dieser Ära für einen Lügner zu halten? Flussauf und flussab bin ich bekannt. Jawohl. Der Fluss. Ja. Meinst du den Ankh? Ist das nicht gefährlich? Man muss auf die Kröpfe und das Gieren achten. Gieren? Was meinst du damit? Für mich noch einen Krug, danke. Bei einer anderen Gelegenheit habe ich blabla prahl, blabla. Bla. Wirt, was zu trinken? Wie geil. Okay. Was die Amazonen betrifft. Bla 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 üppig, bla 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 rund, bla 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 Meringe. Bla 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 in heißer Vanille gebadet, bla 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 bla. Wildes Rutschen, bla 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 bla, griffen sie dauernd nach meinem bla 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 bla. Und dann tranken wir Tee. Ist klar. Dieses Blablabla erinnert mich ein bisschen an Star Tropics 2. Okay, also mit ihm... Hallo? Hallo? Nun, ja. Ach, exakt die gleiche Unterhaltung. Aber jetzt behalte ich die. Ha! Sehr schön. Oh, eine Falltür. Der charakteristische Geruch von Terpentin, zertretenen Kakerlaken und wieder aufbereitetem Bier. Dort geht's vermutlich zum Weinkeller. Aha. Ich kann da sogar rein, wie geil. Huh, was denn jetzt? Och, Renzewind, was ist denn jetzt los? Moment, vielleicht Licht anmachen? Komm mal her. Streichholz? Das funktioniert nicht. Nein, wofür erschreckt er sich denn? Das funktioniert, das funktioniert. Ist gar kein Hotspot. Was soll das? Nein. Renzewind? Das funktioniert nicht. Streichhölzer kann ich auch nicht anmachen, also daran liegt's nicht. Er sagt nichts. Ach, das ist doch Kacke. Das funktioniert. Nein, okay. Nee, warte mal. Vielleicht mit Ihnen? Das funktioniert. Nee, auch nicht. Was ist draußen mit dem Türsteher? Nein, schade. Nun gut, aber wir haben wieder einige Informationen und wir haben einen neuen Ort. Sehr, sehr schön. So, aber ich möchte jetzt, bevor wir jetzt hier den Teil beenden... Hallo? Achso. Bevor wir den Teil jetzt beenden, kaputte Trommel. Trammel, Entschuldigung. Die kaputte Trammel war das. Möchte ich nochmal auf den Platz, denn der Micha B07, der hat... auch mir einen sehr guten Kommentar geschrieben, danke dir, den Steuereintreiber bewerfen mit der Tomate. Deswegen liegen hier auch wahrscheinlich so viele. Genau, und das versuchen wir jetzt mal. Truhe. Hallo, Truhe. Danke. So, Tomaten. Ja, es funktioniert sogar. ja, und? Toll, was habe ich jetzt davon? Das ist ein Komplott. Wie bitte dich viel Schatz? Das ist die gleiche Unterhaltung. Ich mach so ha, wie ich war dein. Schade. Meeting Hall, ja. Das ist nicht die Kirche. Wo ist die Kirche auf dem Platz? Und Babsi, auch lieben Dank an dich. Sie hat mir nämlich geschrieben, ich soll nochmal auf den, zu den Schatten da gehen und da einfach mal weitergehen. Das versuchen wir jetzt gleich mal. Ein hübscher kleiner Spiegel.
Komisch. Das. Es ist nicht die Kirche, aber das ist das einzige große Gebäude, was wir jetzt hier so haben. Na. Da rechts geht's nicht weiter. Da war die Maschine. Hier ist die Praxis. Und hier vorne ist keine Kirche. Wo ist die Kirche? Okay, stellen wir das mal hinten an. Okay, hab ich so... Was? Gasse. Alter, wie viel habe ich denn hier übersehen? Huch! Was war das? Ein Ninja? Was? Was? Was war das denn? Okay. Das war eine Explosion. Meine Güte. Was geht hier vor? Das funktioniert. Hä? Das ist alles? Nee, ich wollte schon sagen. Thomas Silberfisch, Alchemist Extraordinarius. Ach, guck an. Da schon wieder. Halt, was gibt's hier draußen noch? Ein Rohr? Das Rohr führt in den Alchemistenladen. Vielleicht dient es dazu, Dämpfe oder so abzuleiten. Okay, Loch. Heim einer gewöhnlichen Maus, wenn ich mich nicht irre. Das funktioniert. Nun gut. Meine Güte. Guten Tag. Ja, Freunde, und ich glaube, hier ist jetzt ein schöner Punkt und Ort, jetzt hier Schluss zu machen mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben noch viel vor und in der nächsten Folge geht's damit weiter. Macht es gut, bis dann. NRW bei 18. Adieu.